Freunde, willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin's wieder, euer Alex, und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid zu einem weiteren Preisanalyse-Video, wo wir uns wieder die vergangenen Deals anschauen und schauen, wie sich der Preis entwickelt hat, um so zu erfahren, ob man mit Artikeln Gewinnen machen konnte oder nicht. Viel Spaß bei diesem Video, wir legen los. Ja, Freunde, wie angesprochen, schauen wir uns mal die Preisentwicklung der vergangenen Deals an, die ich mit euch geteilt habe, und das machen wir fast jeden Mittwoch, deshalb auch diesen Mittwoch. Falls du noch nicht diese Deals bekommst und du möchtest gerne Produkte kaufen, günstig kaufen und diese gewinnbringend teurer auf Marktplätzen wie Amazon und eBay weiterverkaufen, dann findest du alle Informationen dazu unten in der Videobeschreibung, wie du dich für den kostenlosen und unverbindlichen Newsletter direkt per WhatsApp auf dein Handy anmelden kannst. Und falls du weitere Videos, die dich weiterbringen im Verkauf auf Marktplätzen, nicht verpassen möchtest, dann abonniere gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so bleibst du immer auf dem aktuellen Stand. Und gib dem Video jetzt schon mal einen Daumen hoch, das lässt mich wissen, ob dir dieses Format gefällt, dieser Videos oder nicht. Und wir legen los mit dem ersten Deal direkt, und zwar ist das hier ein Kindle White Paper, für 84,99 gab es den im Deal. Ihr seht es hier derzeit für 129,99, also knapp 130 Euro. So habe ich das auch eingeschätzt im Verkaufspreis, natürlich auch ein bisschen tiefer. Ein möglicher Resellergewinn in dem Falle 15 Euro, durchaus realistisch, deshalb wer hier zugegriffen hat, nichts falsch gemacht. Wir gucken uns das Ganze hier nochmal grafisch an und ihr seht es hier zu 84,99 gab es das und dann ist es quasi dann direkt auch wieder hochgegangen, was es ja jetzt ist. Und ihr seht das hier, das ist rein theoretisch immer phasenartig, dass es mal wieder runter geht und wieder hoch. Dementsprechend kann man zu solchen Punkten immer kaufen und hier in solchen Phasen dann wieder verkaufen. So, kommen wir zum nächsten Produkt. Und zwar musste ich hier tatsächlich mir ein paar Produkte erstmal raussuchen. Es ging nämlich hier um den Echo Dot, dritte Generation, und einen Philips Hue Smart Plug. Die gab es als Set zusammen für 29,99, also ein Gesamtwert von ca. 60 Euro. Und ihr seht es hier, der Preis hierfür ist schon bei 50 Euro und das Ding kostet auch über 20 Euro. Wir sehen hier, der Preis dafür lag auch bei 21,99 und ist jetzt gerade wieder bei 50 Euro. Die werden auch gut verkauft bei eBay. Dementsprechend konnte man hier auch gut zugreifen, denn dieses Ding gab es quasi umsonst bzw. Für kleines Geld, was man dann dementsprechend auch hier für einen 20er gut verkaufen kann, denn davon sind die Preise sehr stabil von diesen Smart Plugs, und deshalb, wer hier zugegriffen hat, hat natürlich alles richtig gemacht. So, ein möglicher Reseller-Gewinn wäre hier, wenn man beide Produkte kombiniert verkauft, dann 15 Euro auch hier. So, gucken wir uns das nächste Produkt an, und zwar von Razer, so eine Schnellladestation für einen PS5-Controller. Gab es für 29,99, seht ihr hier tatsächlich, dann ist der Preis wieder auf knapp 70 Euro gegangen. Stand jetzt ist er bei knapp 60 Euro. Dementsprechend auch hier ein sehr lukrativer Deal gewesen. Dementsprechend auch hier ein möglicher Resellergewinn von 10 Euro gewesen. Wer hier zugeschlagen hat, hat dementsprechend auch nicht alles falsch gemacht. Und schon kommen wir zum nächsten Produkt, und zwar geht es hier um eine Michael Kors Damenuhr. Und diese gibt es auch tatsächlich immer noch für 59,82. Ich schaue mal, ja, genau für den Preis habe ich das Ganze auch mit euch geteilt. Ihr seht es aber hier derzeit nicht auf Lager. Das heißt, man könnte es rein theoretisch bestellen und irgendwann würde Amazon das auch liefern. Eventuell könnte es aber Amazon auch stornieren, weil es einfach nicht mehr lieferbar ist. Denn dieser Preis ist sehr, sehr heiß, muss man sagen, weil ihr seht es hier, dass der Preis war immer um die 100 Euro und jetzt auf einmal für knapp 60 Euro ist natürlich ein sehr, sehr cooler Preis, hier teilweise bei 200 Euro diese Uhr. Und ich habe tatsächlich sehr oft Michael Kors Uhren verkauft und die lassen sich auch gut verkaufen, und das ist natürlich unter jedem Großhandelseinkaufspreis so einen Preis zu bekommen. Dementsprechend sehr lukrativ gewesen. Wer hier was bekommen hat, gerne einen Kommentar unten hinterlassen.
Und sonst seht ihr auch hier andere Varianten, sind alle über 100 Euro, also knapp bei 120 Euro alle. Dementsprechend war es auch hier sehr lukrativ zuzugreifen, um hier das Ganze gewinnbringend weiter zu verkaufen. Gucken wir uns das nächste Produkt an, und zwar ist das von Zamcol, ein Bluetooth-Lautsprecher. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Gab es tatsächlich mit einem Gutscheincode. Natürlich hier der Preis von 100, ja, jetzt sehen wir den gar nicht. Das Produkt gab es, diesen Lautsprecher gab es für 129 Euro. Mit dem Gutscheincode, den ich mit euch geteilt habe, hat man 100 Euro Rabatt bekommen. Also hat man das quasi für 29,99 bekommen. Und ja, rein theoretisch auch kein schlechter Deal, muss man dazu sagen. Die werden ungefähr bei zwischen 60 und 70 Euro bei eBay gehandelt, beziehungsweise, sorry, für ungefähr 50, also wie auch hier gerade. Wenn man es gut verkauft, und ich denke, solche Lautsprecher sind gerade sehr angesagt, vor allem wenn das Wetter jetzt passt und viele unterwegs sind, dann nimmt man sowas gerne. Und ihr seht das auch hier, die Bewertungen von diesem Lautsprecher sprechen für sich, über 2000 Bewertungen. Auch hier konnte man rein theoretisch ein gutes Produkt bekommen, möglicher Resellergewinn 5 bis 10 Euro, realistisch und dementsprechend auch hier möglich gewesen. Das ist leider vorbei. So, kommen wir dann zum nächsten Produkt, und zwar ging es hier um Let's Sync 2022 mit deutschen Hits plus zwei Mikros. Ihr seht es hier auf dem Cover, und genau das gab es für 34,99, und ihr seht es selber, das gibt es auch noch für 34,99. Warum habe ich das mit euch geteilt? Weil der Preis recht heiß ist, man muss dazu sagen. Ihr seht es hier, für knapp 60 Euro gab es das, teilweise sogar knapp 70 Euro. Und dementsprechend hat es hier kleine Schwankungen angefangen zu geben, und dann ist der Preis hier auf 34,99 gefallen. Meiner Ansicht her ein sehr guter Preis, muss man sagen, denn sowas verkauft sich auch einfach gut. Solche Produkte. Ihr seht hier, der nächste Preis wäre bei 63,88. Dementsprechend ein sehr, sehr guter Deal. Ja, man muss hier ein bisschen abwarten, Geduld haben, bis der Preis wieder nach oben steigt. Ihr seht hier, Amazon selbst verkauft das. Die werden den Preis, denke ich mal, auch wieder die Tage korrigieren. Den gibt es jetzt erst seit Donnerstag diesen Preis. Teilweise ging er schon wieder ein Stück nach oben bei, ja, über 50 Euro, also knapp 60 Euro. Und dementsprechend gehe ich davon aus, dass der Preis auch hier wieder nach oben positioniert wird, um so auch ja, ganz normalen Preis wieder dazu zu bekommen. Hier auch auf eBay Vergleichspreise bei ungefähr 59 Euro, also ein möglicher Resellergewinn von 10 Euro. Falls du, wie gesagt, solche Deals auch bekommen möchtest, per Instagram, per WhatsApp, dann gerne unten in der Videobeschreibung schauen, wie du den Gruppen bzw. auch mich per WhatsApp direkt kontaktierst, um diese Deals zu erhalten, und das Ganze kostenlos und unverbindlich. Ich wünsche dir viel Spaß, viel Erfolg beim Kaufen und Wiederverkaufen, und freue mich, wenn du beim nächsten Video dabei bist. Alles Gute, ciao.